im ersten Angriff. Drei Pässe noch. Charlotte Fair. Und da geht nur ein bisschen Glück. So, da kommt der Wurf und der geht rein. Das war mal. Da kann Maria Andresen den Ball auch nur hinterher gucken. So, jetzt kommt hier auch der Arm der Schiedsrichter. Und der kommt auch. Da hat Isabel Dölle mal Platz und scheißt das Ding ein. Da gab es jetzt erneut die falsche Sperre. Machen es wieder schnell. Magda Kasparkova. Schicht, dass sie da mit nach vorne geht. Müsste den Ball, denke ich, ein bisschen mehr laufen lassen. Das ist jetzt viel ja, aus den Prellen heraus. Aber das nächste Tor unter Zeitspiel. So, jetzt finden sie mal wieder auf rechts außen Merit Ossenkopf, aber die scheitert an Maria Andresen. Und das war ein Pass zu viel. Dobbo macht's schnell, findet Lena Hausherr. Und die macht's ganz lässig mit dem Heber. Wunderschönes Tor. Hier jetzt eben auf der anderen Seite, den Ball konnte Lena Hausherr auch nicht mehr kontrollieren. Und wieder der Ballgewinn für Dortmund. Ja, das darf Buxtehude nicht passieren. Aber Buxtehude bekommt nochmal den Ball und versuchen es leider ein bisschen zu lässig mit dem Heber. Schönes Tor. Haruno Sasaki. Ja, das macht sie technisch sehr, sehr. Isabel Dölle. Ja, und das ist das, was sie einfach häufiger von ihr brauchen. Zeitspiel ist angezeigt. Und wieder finden sie da irgendwie Lisa André am Kreis, aber die vergibt. Und klar, jetzt in Überzahl, da muss ein Tor her. Starke Aktion und Maria Andresen macht. So, Sina Argen holt Charlotte Kehr. Test wieder, hat da keine Chance. 6-0 Abwehr. Einläufer. Und erneut Charlotte Kehr. Und wieder drin. Ja, die kommt jetzt auch langsam richtig in Fahrt. Na, so langsam. Muss Buxtehude abschließen, der Arm kommt. Charlotte Kehr findet Maxi Müller am Kreis. Und die macht's mit dem Heber. Wahnsinn. Etwas unbeschadet zu überstehen. Zeitspiel ist angezeigt, Isabel Dölle. Und findet wieder den Weg ins Tor. Wichtige Parade jetzt von ihr. Magda Kasparkova. Ja, die hätten sie vielleicht auch schon vorher mal in der einen oder anderen Situation gebraucht. Und der Ball geht rein. Was war denn das für ein Ding? Frieda Rönning findet da eine Lücke. Und das war gleichzeitig die Entscheidung. Borussia Dortmund gewinnt dieses Spiel mit 26-25. Wow, was ein Ende. Da war wirklich alles drin.